Diesen rot-bunten Husumern in Hustedt geht es richtig gut. Sie haben Platz, ordentlich was zu futtern und eine spannende Legende. Die hat mit ihrer Färbung zu tun, erklärt uns Hobbybauer Henrik Dürrmann. Man nennt es auch dänische Protestschweine. Das kommt von der rot-weiß-roten Zeichnung. Und in den 1860er Jahren bei der deutsch-dänischen Krieg, da haben dann quasi die Dänen Verbot bekommen von den Preußen und Österreichern, die dänische Flagge zu hissen in Schleswig und in Holstein und haben dann als stillen Protest die Schweine dann im Vorgarten gehalten. Barbara Stadler will mit Dietmar Eils links im Bild ein traditionelles Bauernessen kochen. Mit Blutwurst von Henrik Dürrmanns Schweinen. Der ist Bierbrauer, muss gleich zur Arbeit nach Hannover, kann also nicht mitessen. Vor Günther, dem Zuchteber, haben alle ordentlich Respekt. Aber der schnitzt hier ja so das Bein auf. Der schnitzt hier so das Bein auf, ja. Die Blutwurst vom dänischen Protestschwein kommt in eine Buttermilch-Kartoffelsuppe. Heute kochen wir Buttermilchstibbels nach altem landwirtschaftlichen Rezept. Ich kenne das als Buttermilch angeballert. Ist das auch das. Das gibt verschiedene Ausdrücke für dieses Gericht. Weil, ich sag mal, das hat jeder Ort seinen eigenen Ausdruck. Ja. Barbara Stadler und Dietmar Eils kochen in der alten Fesenfeldschen Mühle. Die betreibt der Martfelder Heimatverein, in dem sich beide engagieren. Es gibt eine Plattform, die Kulturplattform. Wir organisieren Veranstaltungen an verschiedenen Orten, auch mal hier in der Mühle in Hustedt. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und gucken, dass Kultur ins Dorf kommt. Literaturtage zum Beispiel. Im Heimatverein, da haben wir eine Arbeitsgemeinschaft Technik, dort ist meine Aufgabe, die Mühle technisch auf dem technischen Stand zu erhalten, damit sie auch weiterhin betriebsbereit ist. Mhm. Diesen und viele andere Jobs macht Dietmar Eils ehrenamtlich. Vor der Rente war er Installateur, hat im Kundendienst gearbeitet. Jetzt kennt er sich auch mit Windmühlen aus und deren Geschichte. Früher hat in Martfeld einen Mühlenkrieg getobt. Müller-Meyer, erfahren wir, hatte früher die einzige Mühle und hat die Martfelder Bauern ausgebeutet. Und dann haben sich die Dorfsleute gesagt, jetzt bauen wir unsere eigene Mühle mit der Interessengemeinschaft und haben diese Mühle, die Fesenfeldsche Mühle, gebaut. Die Theater und so weiter. Die Köchin brät Speck und Zwiebeln. Die kommen gleich in die Buttermilch-Kartoffelsuppe. Ein traditionelles Bauernessen aus dem Norden. Super. Das sieht klasse aus. Bei uns zu Hause gab es das regelmäßig, alle 4 Wochen, hauptsächlich im Winter. Weil es schön heiß war und es hat auch gewärmt. Dietmar Eils ist in einem Nachbardorf groß geworden. Barbara Stadler ist zugezogen vor 20 Jahren. Fühlt sich richtig wohl in Martfeld. Hier passiert ziemlich viel. Es wird demnächst ein plattdeutsches Theater auch geben. Wir haben lange hier das Theater geführt. Es gibt eine ganz schöne Dorfgemeinschaft und viele nette Leute, die hier leben. Die Blutwurst brät die Köchin an. Zur Fesenfeldschen Mühle hat sie ein ganz besonderes Verhältnis. Ich habe hier geheiratet und wir haben hier ganz in den Anfängen unsere Veranstaltung Brot und Spiele gemacht. Martfeld hat seine Toren aufgemacht, wir durften hier in der Mühle arbeiten und mein Mann hat hier Theaterstücke inszeniert mitten im Dorf und das verbindet uns. Der Bremer Teller, Buttermilk angeballert mit Blutwurst vom dänischen Protestschwein. Weil es Sommer ist, gibt's Essen draußen. Dietmar Eils schmeckt's. Also hervorragend. Da ist sogar noch eine Steigerung drin, als das, was wir sonst zu Hause machen. Das muss man einfach ehrlich sagen. Danke. Das Ganze kann man das trocknete Brocken in eine Milchkanne. Da gab's nachmittags zum Kaffee trinken, zum Einstippen.